Nalazimo se na štandu Volkswagena. Upravo se dešava premijera novog modela Arteon, a nešto više tehničkih detalja saznaćemo iz prve ruke. Was bringt uns neues dieser Arteon? Also der Arteon ist unser neues Flaggschiff unter den Limousinen der Marke Volkswagen. Und in diesem Auto haben wir Wert darauf gelegt, einerseits den Komfort erheblich zu steigern, einen tollen Fahrkomfort zu leisten, aber, und das ist mir sehr wichtig, die modernsten Assistenzsysteme dort unterzubringen. Das erste Beispiel ist das ACC-System, was wir haben dort. Das ist jetzt mit einer vorausschauenden, mit einer prädiktiven Funktion ausgerüstet. Das heißt, wenn das Auto im automatischen Modus fährt, wie heute schon bekannt, bis 210 km/h geht das, dann erkennt dieses System einerseits Geschwindigkeitsbeschränkungen, also Verkehrsschilder, und passt auf Wunsch selbsttätig die Geschwindigkeit an diese Schilder an. Da kommt also Tempolimit 100, wird das Auto langsamer werden, auf selbstständig auf 100. Oder es kommt ein Kreisverkehr, das Auto weiß das durch die Kartendaten, ja, durch das Navigationssystem, und dann wird das Auto langsamer werden, so schnell, wie man auf diesem Kreisverkehr fahren kann, beispielsweise. Oder Sie fahren eine Landstraße mit 110 km pro Stunde, es kommt eine Kurve, die ist zu eng für 110, dann wird dieses Auto langsamer, ja, auf die richtige Kundengeschwindigkeit. Das ist schon ein semi-automated Funktion. Und was machen wir, die Fahrer? Also, die Fahrer sind immer in der Verantwortung. Sie müssen immer die Hände am Lenkrad haben und das kontrollieren. Kein System ist heute in der Lage, automatisch zu fahren, ja? Sondern das sind Hilfssysteme, Komfortsysteme. Die machen ein sehr angenehmes Fahren. Ja? Diese Systeme können mit Kamera und mit Radar vorne und hinten die Umgebung erkennen und nutzen die Kartendaten von Navigation. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wie dieses Auto helfen kann. Stellen Sie sich einen Fall vor, man hat ein gesundheitliches Problem, der Fahrer. Ja? Oder er schläft ein oder hat einen Herzinfarkt oder so etwas. Das Auto merkt das, weil niemand mehr lenkt. Dann wird das Auto Alarm machen innen drin, es wird einmal bremsen. Und wenn immer noch nichts passiert, macht das Auto alleine den Warnblinker an und wird langsamer, kommt zum Stillstand. Und wenn Sie auf der linken Spur sind, wird das Auto selbsttätig schauen, ob die rechte Spur frei ist. Und dann fährt das Auto alleine zur rechten Spur und hält dort an und ruft alleine die Notrufzentrale an. Das macht dieses Auto, das ist keine Träumerei von der Zukunft. Das kann man sich ab morgen bestellen.